Willkommen zur interaktiven Entdeckungsreise über das Bavaria-Filmgelände in Geiselgasteig. Die Bedienung dieser CDI ist ganz einfach. Ich werde sie Ihnen kurz erklären. Übrigens, durch Drücken einer beliebigen Taste auf Ihrem Eingabegerät können Sie mich jederzeit unterbrechen. Die Übersichtskarte, die Sie hier sehen, stellt das Bavaria-Filmgelände dar. Allerdings sehen Sie immer nur einen bestimmten Ausschnitt zur Zeit. Wenn Sie mehr sehen wollen, dann bewegen Sie den Zeiger mithilfe Ihres Eingabegerätes in Richtung Bildschirmrand. Der Zeiger ändert dann seine Form und beginnt zu blinken. Die Übersichtskarte verschiebt sich entsprechend, solange Sie den Zeiger bewegen oder den Rand der Karte erreicht haben. Möchten Sie mehr über das Bavaria-Filmgelände wissen, so führen Sie den Zeiger einfach auf einen Ort oder ein Gebäude Ihrer Wahl und drücken die Taste 1 Ihres Eingabegerätes. Sie sehen dann einen Film, der Ihnen je nach Örtlichkeit Einblicke in eine Filmproduktion gewährt oder Hintergrundinformationen bietet. Heute staunen Besucher der Film. Wenn Sie sich einen Überblick von allen Sehenswürdigkeiten verschaffen möchten, dann drücken Sie einfach die Taste 2 Ihres Eingabegerätes. Auf diese Art springen Sie ganz einfach von Ort zu Ort. Diesen Hilfstext erhalten Sie jederzeit, wenn Sie entweder auf die entsprechende Taste in der oberen linken Kartenecke drücken oder indem Sie beide Aktionstasten gleichzeitig drücken. Das Bavaria-Filmgelände auf CDI können Sie verlassen, indem Sie auf die Ende-Taste drücken. Mit uns reisen Sie in ferne Galaxien. Für die Weltraumschlacht in Wolfgang Petersens Science-Fiction-Film Enemy Mine, geliebter Feind, entwarf Oscar-Preisträger Rolf Zehetbauer einen 70 Meter langen Raumschiffkorridor voll verblüffend echter Tricks. Staunen Sie über Illusion und Wirklichkeit. Vorsicht, die Reise ist turbulent. Im Cockpit des Raumschiffs sind Sie der Star. In diesem Kostümfundus haben wir über 100.000 Kostüme von der Steinzeit über die Renaissance bis hin zur Raumfahrt. Wir haben Fellbekleidung, Holzkeulen, wie auch Space Overalls. In diesem Kostümfundus sind ebenfalls alle Accessoires eingelagert, die dazugehören. Das heißt, wir haben Schmuck, Hüte, Schuhe, aber auch Waffen. Wir beliefern sehr viele Filme, die auch moderne Filme wie historische Sachen. Wir machen viel mit Werbung. Hier im Fundus haben wir auch Kostüme von berühmten Schauspielern. Wir haben eine Jeans von Götz George aus dem Tatort. Wir haben ein Smoking von Manfred Krug. Wir haben Kostüme aus Cabaret, darunter einen Hosenanzug, den Liza Minnelli getragen hat. Und unsere neueste Errungenschaft ist ein Silberkollier, was Madonna getragen hat. In diesem Kostümfundus haben wir über 100.000 Kostüme. Willkommen in der Welt des Films. Bavaria Filmtour, das sind 90 spannende und erlebnisreiche Minuten beim Blick hinter die Kulissen von Film und Fernsehen.
begegnen Sie Stars und Filmteams und spüren Sie die einzigartige Atmosphäre der Traumfabrik. Erst heißt es mitmachen. Der Western-Fan fährt auf einer echten Draisine durch die Wüste von Arizona. Ganz ohne Hilfe geht das natürlich nicht. Die Münchner Straße, einer der beliebtesten Drehorte bekannter Regisseure. Ursprünglich stand hier die weltweit bekannte Berliner Straße. Ingmar Bergman inszenierte in dieser berühmten Kulisse Das Schlangenei mit Liv Ullmann. Souvenirs, Souvenirs. In unserem Film- und Fun-Shop finden Sie tolle Erinnerungen an Ihren Besuch in der Bavaria Filmstadt. Das Kopierwerk der Bavaria ist eines der größten und modernsten in Europa. Von amerikanischen Filmhits wie Jurassic Park ziehen die Filmtechniker hier bis zu 600 Kopien für Kinos in ganz Deutschland. Entwickeln, stoppen, fixieren. Jeden Tag liefern Filmteams neu gedrehtes Material, das hier bearbeitet wird. Schon am Abend sieht der Regisseur die Ergebnisse. Auch Fernsehanstalten brauchen das Kopierwerk. Bevor ein Kinofilm gesendet werden kann, muss er auf ein professionelles Videoband überspielt werden. Die Bavaria arbeitet mit allen Systemen. 1500 Stunden Sendematerial kopiert sie im Jahr. Heute staunen Besucher der Filmtour. 1981 hetzten Schauspieler durch die Gänge. Das originalgetreue Innenmodell eines U-Boots aus dem Zweiten Weltkrieg. Es war die wichtigste Kulisse für den Bavaria-Welthit Das Boot. Die Motoren funktionieren wirklich. Nur durch Seerohr sieht man nichts. Die drangvolle Enge mit 57 Mann Besatzung ist im Film sehr intensiv zu spüren. Dosenfutter, schmutzige Schlafkojen, Klaustrophobie, das Gefühl, in einem schwimmenden Sarg zu leben. Am Ende waren die Schauspieler genauso erschöpft wie die echten Soldaten. Realismus bis ins Detail. Schwaden von Trockeneis simulieren die erstickenden Dieseldämpfe, die eine U-Boot-Mannschaft ertragen muss. Angstvolle Tage auf Tauchstationen. Ohne einen Hauch von frischer Luft. Armaturen. Originalgetreue Nachbauten. Nur die Vorräte sind aus Plastik. Die Soldaten haben nur Bilder von der Oberwelt und von den Freuden des Friedens. In der Mannschaft bekannte Gesichter. Klaus Wennemann, der später als Fahnder bekannt wurde. Herbert Grönemeyer, Jürgen Prochnow, zum Erfolg geführt von Wolfgang Petersen. Nochmal in dieser Version eine letzte. Die gefälschten Tagebücher von Adolf Hitler. Millionen Deutsche schmunzelten über die Ente eines Hamburger Verlagshauses. Natürlich will man sich mit sowas nicht gern bekleckern. Ich ja auch nicht. Aber andererseits müssen wir uns auch sagen, Herr Doktor, die Konkurrenz ist hart. Stonk hieß der Bavaria-Film zum Buch vom Führer. Das Verlagshaus ein Modell. Das Schlafzimmer von Uwe Ochsenknecht war in Halle 6. 40,5. Hoffentlich stirbt er nicht.
So hohes Fieber hat er bei mir nie gehabt. Bei mir auch nicht. Wie kann der Doktor sagen, es fehlt ihm nichts, wenn er fast schon kocht? Wenn ihm der Herz so bumpert, als wenn ich den jeden Moment zerreißen möchte. Jetzt sag doch, Fritz, jetzt sag doch was. Fritzchen, jetzt sag halt, was du hast. Angst. Du brauchst keine Angst mehr zu haben, Fritz. Wir haben uns ausgesprochen, Martha und ich. Von Frau zu Frau. Wir verstehen uns jetzt sehr gut. Mhm. Das auch noch. Moment mal bitte. Halle 6. Horst Tappert und Fritz Wepper haben in zahlreichen Derrick-Folgen hier ihre Büros. Das ist der österreichische Zoll. Bei denen ist der Mercedes durchgekommen, ein junger Mann am Steuer. Haben sie gefragt, ob er ein Grenzbeamtenstück mitnimmt, aber das hat er dann abgelehnt. Hier liegt der Hörer. Derrick, Mordkommission. Ich höre gerade, der Mercedes ist bei Ihnen durchgekommen. Doch nicht nur die Büroszenen der ZDF-Fernsehserie spielen auf dem Gelände der Bavaria. Dieses Telefonat beispielsweise. In der Serie liegen 80 Kilometer Distanz zwischen der Polizeizentrale und der Grenze nach Österreich. 300 Meter beträgt die Entfernung zwischen Halle 6 und der Bavaria-Pforte. Und hierhin lagerte die Produktionsleitung den Grenzposten aus. Ein Schauspieler in Uniform, ein paar selbstklebende Buchstaben an den Scheiben des Pförtnerhäuschens. Fertig war der Grenzübergang. Moment.